gente caminando hacia algún lugar. ¿A dónde irán? Tantas cosas acumuladas para mostrar quién las comprará. Jo, heute geht's mal wieder um eine Vorstellung zu einem Best Tech Knives. Und zwar geht es um das Modell Eskra, was ich euch heute zeigen darf. Auf diesem Weg gehen beste Grüße an den Combo raus. Und an Best Tech Knives. Die haben mir nämlich dieses Modell für diese Vorstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich vielmals. Ist immer eine sehr coole Sache, wenn man ja solche aufregenden Modellen mal auf den Zahn fühlen kann, die benutzen kann, sich davon persönlich ein Bild machen darf. Und das gleich vorab, dass ja das Eskra Weiß auf vielerlei Art und Weise zu begeistern, zu gefallen. Das ist in allererster Linie meiner Meinung nach ein ungemein gefälliger Eyecatcher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Videobeschreibung, also mal abgesehen vom Modellnamen natürlich, und Best Tech Knives halten werde, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da noch reinschreibe als Zusatz, alles fließt. Alles fließt, das ist tatsächlich bei diesem Modell hier ganz eindeutig so. Starre Linien, all das findet man hier eher selten, so gut wie gar nicht. Da geht wirklich ein Schwung in den anderen über. Die Radien, sowohl an dieser blattförmigen Klinge, die im Flachschliff gehalten wurde, hatten Blackwash-Finish. Sehr dezent in der Beschriftung, wobei ich mir gewünscht hätte, dass sie das Best Tech Logo noch ein bisschen kleiner und dann ins Eck nach oben. Und auf der anderen Seite ebenso das Combo-Design-Logo ein bisschen anders angepasst hätten. Aber das ist wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Ist überhaupt nicht schlimm, wie sie es hier gemacht haben. Aber das Messer ist recht kostenintensiv. Ich kann euch gar nicht sagen, wo das aktuell liegt. Vielleicht knapp unter 300, je nach Modellvariation. Davon gibt es, glaube ich, 4, 5 verschiedene Modelle. Müsst ihr einfach mal online gucken. Ich empfehle euch da, wie steht's, wenn es um Best Tech Knives geht, den Sascha und Writing, Turning, Flipping. Ich packe euch natürlich einen Link zum Bezug mit in die Videobeschreibung. Ja, müsst ihr einfach mal gucken. Aber wie gesagt, recht kostspieliges Modell. Und wenn erstmal so um die 300 Euro aufgerufen werden, dann sollte sowohl das Material anständig sein, also die Materialwahl, wie natürlich dann auch die Verarbeitungsqualität. Ist hier beides gegeben, Titan, Framelock, Folder und der blitzsauber eingestellt. Also so, wie man sich das wünscht. Keinerlei Spiel vorhanden. Klinge steht anständig mittig. M390 als Klingenstahl, Überdehnungsschutz, Stahleinlage. Schöner, wirklich schön an den Griffkorpus angepasster 3D-Titanclip, der auch aufwendig gefertigt.
Der funktioniert auch anständig. In der Hand selbst bei der Benutzung kann der Hotspots entwickeln. Also wirklich ausdauerndes, langes Arbeiten. Dafür ist der Stachel nicht wirklich vorgesehen. Ansonsten ist es aber durchaus eher erstaunlich, wie ausgezeichnet das Combo hier gelungen ist, diese aufregenden Formen in einen durchaus ergonomischen Griff zu pressen. Hier ist alles fein gebrochen an den Kanten. Wenn man dieses Messer in die Hand nimmt, bekommt man nicht sofort das Gefühl, beziehungsweise andersrum, bevor man es in die Hand nimmt, hat man nicht sofort das Gefühl oder die Gewissheit, jo, das wird mir super liegen, dieses Messer, gerade wegen dieser Griffmulde, dieser Griffschwung hier. Nimmt man es aber dann in die Hand, so war ich zumindest eher positiv überrascht, lag echt ganz gut, wie gesagt, bei sehr festem Griff, ja, da entwickeln sich irgendwann Druckpunkte, aber ist auch nicht wirklich ein Messer, obwohl die Stabilität das eindeutig hergibt, sehr, sehr stabil aufgebaut. Das ist schon ein anständig stabiles Teil hier. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Aber ewig lange härtere Arbeiten möchte ich damit nicht durchführen. Aber wenn du mal 3, 4, 5 Minuten Pappe zertrennst, dann geht das völlig in Ordnung. Wie ergonomisch sich das Messer in der Hand bettet. Hat auch eine anständige Länge. Mit meiner Hand passe ich da gut. Jimping gibt durchaus Grip. Liegt alles gut. Wir haben recht großen Choi für den Vorgriff. Da gleich das so mit der größte Punkt, den ich mir hier anders wünschen würde, also dass die Klinge noch weiter durchgezogen ist, zur besseren Kontrolle näher dran, denn im Vorgriff habe ich dieses Messer ehrlich gesagt nicht benutzt, bin ich doch ziemlich weg, Messer im Choi zu benutzen. Das passiert eher bei anderen Messern wie beim Para 2, dass ich da im Choi arbeite, aber der ist dann doch gänzlich sicherer und anders gestaltet. Gleich mal ein kleiner Größenvergleich zum Paramilitary 2. Da haben wir in der Gesamtlänge ähnliche Maße, ca. 21,5 cm. Die Griffdicke noch. Und ja, doch eine Ecke mehr Schneide, knapp 9 cm beim Modell Eskra. Und hier wünsche ich mir halt wirklich, dass der Choi weg wäre, voll durchgezogen. Wird mir wesentlich besser gefallen. Das Messer ist an Material. Hinter der Faser habe ich knapp 0,60 mm gemessen. Auch da wünschte ich mir ein bisschen weniger. Was ich aber sagen muss, dass die Schneidperformance sehr anständig ist. Blattförmige Klinge, hoher Flachschliff, herrliche Swatch. Klingendurchbruch, das sieht sowohl geil wie cool aus, mich spricht das total an und ist in der Performance auch sehr, sehr tauglich. Wenn das dann noch drunter gewesen wäre, unter 0,5 mm an Material, wäre das der reinste Schneidteufel. Aber auch so, Essenszubereitung, Pappe, das waren so die Hauptaufgaben. Keinerlei Problem für diese M390-Klinge, die wunderbar scharf ab Werk kam. Und hätte man sie voll durchgezogen, hätte man knapp einen Zentimeter mehr noch Schneidfläche. Das wünschte ich mir wirklich zur Verbesserung. Und der Griff in seiner Kontur ist halt nicht der alleruniversellste, weil wir halt den Huppel, die Mulde hier noch haben. Und selbst bei Power Cuts, was ich mal kurz an grünem Holz gemacht hatte, ist es höchst erstaunlich, wie gut sich dieser Griff einbettet. Da kam kein Gefühl des Schmerzes auf, also zumindest nach ein paar Cuts. Der Combo, polnischer Messerdesigner, hier nochmal sein Schriftzug, auch der sehr gelungen, liest sich halt beidseitig. Das finde ich schon sehr, sehr tricky. Und da lohnt sich definitiv immer mal ein Besuch auf der Instagram-Seite von Combo. So was seine Bilder, seine Uploads da angehen von seinen Designs, das ist schon bemerkenswert. Design, grafisch, hat er einiges auf dem Kasten. Die sehen halt einfach geil aus, seine Bilder. Also absolut zu empfehlen. Versuche ich dran zu denken, euch seinen Instagram-Account mit in die Videobeschreibung zu packen. Checkt das mal aus.
Und mit dem Eskra ist ihm sowohl optisch, ja, wie auch in der Gebrauchstüchtigkeit ein Modell gelungen, das halt sehr, sehr spannend ist. Der Griff, der kann in seinen Linien, in seinen Schwüngen, bei mir absolut punkten. Hier noch leicht rillen. Ich hoffe, das kann die Cam einfangen. Schöne Achshülse mit einem goldenen, mit so einem Messing-Akzent. Dann schon die erwähnt aggressive Klinge. Ja, technisch, mechanisch, ganz, ganz sauber, sagte ich ja auch schon. Gewicht liegt bei ungefähr 140 Gramm bei diesem Modell. Läuft auf Keramikkugellagern. Das sehr, sehr sauber. Und da müssen wir uns ja, oder da sind wir uns bestimmt einig, Preisklasse 300 €, da muss sowas auch erstklassig funzen. Und Bestech gehört da auch zu den Marken, die für gewöhnlich da voll abliefern. Ja, wenn man viel geboten haben möchte für sein Geld, dann greift man, beziehungsweise dann sollte man sich die Modelle von Bestech mal anschauen. Feinste Materialien, erstklassig, hochwertig, gefertigt. Ich hatte das Eskra jetzt ein bisschen länger als eine Woche mit dabei und am Mann und mein Fazit wäre, dass es vom ersten Tag an unermüdlich in seiner optischen Präsenz glänzen kann und dass es halt ein durchaus erstaunliches Messer ist, weil es viel harmonischer in der Hand und in der Performance anmutet, als man vermutet. Das hat mir ungemein gefallen. Das Messer habe ich manchmal abends rausgeholt, gar nicht so sehr, um damit immer rumzuflippen. Auch das macht man ja durchaus auf der Couch mal. Ja, heutzutage sind viele Messer nicht nur Schneidwerkzeuge, sondern erfreuen oder können durch Spielspaß erfreuen. Aber das Messer habe ich manchmal abends einfach rausgenommen und ja, ist mir immer wieder angeguckt. Ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen und ich hoffe, die ganzen Details werden hier eingefangen von der Kamera. Aber das ist ein echtes Designschätzchen, das aber dabei nicht aufhört, nur dies zu sein, sondern halt tauglich in der Funktion, auch wenn andere Dinge wie zum Beispiel der Spidey-Flick mir hier doch etwas schwer fallen, weil ich doch immer mal wieder auf dem Frame-Lock beim Öffnen lande und dann mein Druck ja, auf den Griff weitergebe, auf den Detentball und dadurch die Klinge fast schon blockiert wird. Das geht also nicht ganz so gut. Auch die Öffnung so funktioniert natürlich, die kontrollierte langsame Öffnung. Aber die Detent-Spannung ist sehr hoch, was im Grunde gut ist, das mag ich ja. Dadurch hat man, ja, wenn man den Impuls, die Energie aufgebracht hat und der Kicker dann zuschlägt, eine rasante Öffnung mit Autorität. Dennoch, ja, Spidey-Flick muss man hier, ich zumindest, ein bisschen üben. Ansonsten gestaltet sich das ganz anständig. Ja, und optisch hat mich dieses Messer jeden Tag wirklich erfreut. Da hat der Combo einen erstklassigen Job gemacht. Auf etwas größere Modelle steht hier mal das Real Steel Tor nebenbei. Sehr, sehr ähnlich. Ja, insgesamt vielleicht baut es ein bisschen bulliger auf, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr ähnlich in den Dimensionen. Und wer auf Modelle, ja, die stabil, die verdammt cool daherkommen, abfährt, der könnte beim Eskra, sofern denn ja man bereit ist, auch anständig Geld dafür in die Hand zu nehmen, der könnte hier aber durchaus fündig werden. Nochmal ein kleiner Größenvergleich zum Manly Comrade, das ein bisschen kürzer, aber ja, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein Bild von diesem Modell machen. Muss man, wie ich schon sagte, natürlich bereit sein oder man muss ordentlich dafür berappen. Ja, günstig ist das Messer allemal nicht, bekommt hier aber auch einiges geboten. Ja, wie gesagt, Abstriche gibt es immer so universell, beziehungsweise ist nicht der alleruniversellste Griff, aber zeigte sich doch viel tauglicher, als ich vermutet hatte. Kritisch,
Ja, das ist alles Geschmackssache. Wer einen Scholl mag, dem wird das gefallen. Optisch gefällt mir sowas nach wie vor, aber in der Benutzung wünschte ich es mir halt anders. Der Rest, das ist halt fast schon kosmetischer Natur mit dem Logo etc. Ich bin ein paar Mal abgerutscht über den relativ, ja, rutschig wäre Quatsch, aber so ein kleines Jimping wäre hier noch vorteilhaft gewesen beim Entriegeln des Frame-Locks. Die Flipper-Bedienung hat so ein Jimping bekommen. Schöner Radius hier. Das sind gute Linien. Funktioniert einfach ganz wunderbar. Und hier hätte ich mir das auch gewünscht. Kleine Fräsarbeiten, damit man den Frame-Lock noch leichter entriegeln kann. Optik natürlich Geschmackssache, aber kann bei mir definitiv punkten. Bestek liefert wieder mal gänzlich ab mit diesem Modell. Und jo, bin sehr gespannt, was ihr denn von diesem Teil haltet. Immer mal her mit eurer Meinung, wenn ihr Bock habt, ein Feedback zu hinterlassen. Wirklich viel zu meckern habe ich hier nicht gefunden. Vielleicht noch, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, wenn sie überall einen Achter-Torx verbaut hätten, nicht nur an der Achshülse, sondern halt auch hier bei der Verschraubung. Das finde ich immer viel besser bei der Demontage. Ist dann auch, ja, da ist viel mehr gesichert, dass man die Schrauben nicht vernudelt, wenn sie mal wirklich hart oder angezogen sind oder verklebt sind. Ja, aber da tun sich die Hersteller oftmals schwer. Ja, aber ansonsten war es das. Sehr, sehr beeindruckender Stachel. Das Modell von Bestek, das Eskra, ja, ich glaube 4 mm war das Klingenstärke. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob vielleicht waren es auch 3,5. Das habe ich leider jetzt nicht mehr genau im Kopf. Behält die Stärke lang an und verjüngt sich dann nach vorne hin. Dadurch auch penetrierfreudig, aber stabil. Jo, und im Großen und Ganzen war es das. Zum Eskra, kommt mit einer Nylon-Pouch. Ja, wer Bock hat, ich sagte es ja schon, hinterlässt mal ein Feedback. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.